Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. So, wir haben Hafgufa befreit und ich glaube jetzt haben wir so questmäßig hier auch nichts mehr zu tun. Da waren wir eben drin. Wir können jetzt hier drüben nochmal gucken. Ich kann keine Markierung setzen, ne? Was da bei dem Fragezeichen ist, da ist ja jetzt der Sturm weg. Da kommen wir jetzt bestimmt besser hin. So. Mal den Ghulen wieder hier rumfahren. Das ist etwas, das ich nicht ganz verstehe. In der Ragnarök-Prophezeiung, die Odin kennt, werden alle Welten, auch Asgard, zerstört. In der Version, die Groa verschwiegen hat, fällt Asgard dennoch. Hat Odin nicht in jedem Fall versucht, das zu verhindern? Hat ihre Lüge denn so viel ausgemacht? Halt, lass uns dort nachsehen. Der Meistersand hat sich gelegt. Aber da hinten wütet noch ein Sturm. Meinst du, das heißt... Noch ein Hafgufa! Wütet noch ein Sturm? Warte, er hat gesagt, da hinten wütet noch ein Sturm. Oh. Wir sind hier reingekommen. Ich sehe nicht noch einen Sturm. Okay, wir müssen vielleicht nochmal gucken gehen. Okay, wartet. Was ist das hier? Ah ja. Hier gibt es was. Das müssen wir von der anderen Seite machen. Einmal wieder rum. Das ist das Hafgufa, was die Geräusche macht, ja. Zu weit. Ich bin zu weit gerannt. Stopp. Wie sie alle hinter mir herrennen. Stocksubstanz vernichtet. Ich bin echt froh, dass wir Tier gerade nicht dabei haben. Der ist halt einfach... Also... Sag mal, hast du je daran gedacht, mit deinen Klingen Fleisch zu brechen? Nein. Das Fleisch würde verderben. Oh, wegen der Magie der Klingen? Dem Blut. Ah, ja. Vergiss es einfach. Aber wenn die hier... Da kommen wir nicht hin, das... das zu... Hier nichts. Ja, hier ist wieder so ein komisches Dingsi, wo man nicht hinkommen. Ach Mensch, immer dieses nach rechts klicken. Ansonsten, hier sind wir rumgefahren. Hier hatten wir diese zwei Thronen. Hier waren wir. Wir könnten hier noch mal gucken in der Ecke, ob da noch was ist, aber ich glaube eher unwahrscheinlich. Fahr nochmal rüber. Atreus, ich habe über deine Frage nachgedacht, ob Groas Täuschung so viel ausgemacht hat. Ich erkläre mir das so. Beim Untergraben von Prophezeiungen ist Wissen Macht. Ohne das Gesamtbild und den Kontext können kleinere Details zu tragisch falschen Interpretationen führen. Damals, in meiner Heimat, war ich mit den Operationen eines gewissen heidnischen Hexenzirkels vertraut, der die Regierung destabilisieren wollte. Sie redeten einem einflussreichen und an sich treuen Lehnsmann ein, er würde selbst zum König aufsteigen. Sie fütterten ihn mit genug Details, die tatsächlich eintreten würden, und als dies dann geschah, sah der Lehnsmann es als Bestätigung. Mhm. Und schon schreitet er selbst helfend zur Tat. Er ermordet seinen König, der unter seinem Dach schläft. Er tötet auch einzelne Freunde, in der Überzeugung, sie würden sich gegen ihn stellen. Und um ihr Werk zu vollenden, besuchen die Hexen den Usurpator erneut. Mit nur ein paar trügerischen Details. Hatten sie den Narren überzeugt, er sei gegen alle Bedrohungen gefeit. Physische oder magische? Jawohl. Doch dem war nicht so. Es kam zu einem recht üppigen Blutbad, wie es nun mal so ist. Hm. Der Lehnsmann endet ohne Kopf und mit einem fluchbeladenen Namen, den niemand auszusprechen wagt. All das dank einer raffiniert trügerischen Prophezeiung. Ja, es ist... Irgendwann musst du die Geschichten wirklich aufschreiben, Emil. Ja. Tja, ich versuche es. Mein Kiefer tut immer so schnell weh, aber danke, Junge. Oh Mann, Mimi und seine Geschichten.
Hier. Der Kiefer tut immer so schnell weh. Gulon-Vernichtung. Dank der grotesken Heuchelei der Opposition stellen die Gulon von Alfheim eine Bedrohung für unsere Existenz dar. Obgleich ich viele von der Oberfläche vernichtet habe, gibt es unten in den Hütten der Dunkelalben zweifellos mehr von ihnen. Solange wir ihnen den Zugriff auf unser Licht verweigern, wird das Paar am Eingang zur Wüste die einzige zahme Version dieser widerlichen Bestie bleiben. Sie sollen bleiben. Sie werden uns als nützliche Versuchsobjekte für weitere Lichtinfusionsexperimente dienen. Okay, also haben sie mit denen hier Experimente gemacht und die sind mit Absicht hier. Okay. Oh, guckt mal, ein Grabstein. Schon wieder. Die Dinger stehen einfach überall. Ist der Grabstein jetzt markiert? Natürlich nicht. Müssen wir uns merken, dass hier ein Grabstein ist. Na los, oh, hier lass ist noch was. Du hast gesagt, du hättest ein Lieblingsgedicht aus deiner Heimat. Worum geht es? Um einen General. Ein Krieg wegen Liebe. Ich glaube, ich kenne es. Ging es dann nicht um ein merkwürdiges Pferd? Ja, aber so ist es nicht abgelaufen. Oh, eine wahre Geschichte also. Und du warst dabei? Ja. Das Gedicht gefällt mir besser. Ist hier irgendwo was, wo wir irgendwas gegenhauen können? Nee, ne? Ich würde euch gerne streicheln, aber ich kann euch nicht streicheln. Kritik am Spiel. Ich kann die Gulon nicht streicheln. Oh. Hallo? Ach, Kiste kaputt. Vielleicht bin ich's. Ich muss den richtigen Winkel kriegen. Nee. Okay, das war jetzt Zufall, dass es gleich geklappt hat. Ich dachte, ich probiere mal, wie die Axt in was für einem Bogen die dann fliegt. Hat geklappt. So, das haben wir. Vater, was war das Größte, das du je bekämpft hast? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht mehr? Warum fragst du? Stimmt den Titan. Weiß nicht, damit wir vergleichen können. Das hier ist kein Wettstreit. Damit wir ja, vergleichen noch können. Noch nicht? Ach, Atreus. Dein Vater hat Titanen besiegt. Ich glaube, da wirst du nicht mithalten können. Oh, guck mal, eine kleine Wüstenmaus. Oder was auch immer das ist. Guck mal, was das für riesige Ohren hat. Oh, voll süß. Die Wüste ist schon echt schön hier. Ach, guck mal, da ist auch noch was. Hier ist noch was. Das sieht doch so aus, als müssten wir das von hier werfen. Nicht doch. Ist nicht der richtige Winkel. Aha. Hier ist ein Eingang. Ich sag's ja, man muss in diesem Spiel erkunden. Sonst verpasst man echt viel. Oh, okay, wartet. Kriegen wir aus dem? So. Haha. Ups. Wenn man God of War nicht erkundet, kann man sehr, sehr viel verpassen. Ist halt einfach so. Aber das Schöne ist ja, dass das Spiel es einem freistellt, ob man erkunden möchte.
Schildschläge gegen Gegner mit Statusbefall heben das Leiden auf und verursachen eine Elementarexplosion. Ja, mach mal auf. So, wir müssen auch gleich mal gucken. Eine Art Harfe. Ich spiele großartig, weißt du? Weiß ich nicht. Das kann gerne so bleiben. Du hast 3 Tribute gefunden. Okay. Wir haben hier alles. So, jetzt sind wir wirklich... Hallo? Einmal überall rum. Mimir, du hast erzählt, dass Fenris Seele auf dem Weg zum Licht von Alfheim ist. Aber das ist, weil er ein Wolf war. Stopp! Ja, wäre er ein Gott oder ein Mensch, der im Kampf fiel, hätte ihn eine Walküre nach Valhall oder Folkwanger gebracht. Wäre er ein Mensch oder Gott, der außerhalb des Kampfes starb, käme er nach Helheim. Aber Fenrir war ein Wolf. Also kommt seine Seele zu all jenen in Alfheim. Wie Mutters. Ja, wie die deiner Mutter. Aber das ist doch ein schöner Gedanke, dass Fenrir bei unserer Mutter ist, oder? Finde ich. So, dann haben wir die Wüste jetzt auch erstmal. Erledigt soweit. Also wir müssen definitiv nochmal zurück, weil da war ja noch dieses eine Ding hier. Und der Grabstein, wo wir jetzt gerade noch nicht hin können. Ach so, und in der einen Aufnahme, die mir kaputt gegangen ist, hatte ich euch gefragt, wie intensiv wir das Spiel denn spielen wollen. Wollen wir alles machen? Wollen wir nur Haupt- und Nebenquests primär machen und ich erkunde noch so ein bisschen? Was sagt ihr? Habt ihr... Tolle Kristallarbeit in diesen Albengaben, die du da hast. Ich kaufe sie dir ab. Wie kann ich helfen? Sagt mal, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie... Sirkin Gamband... Was? Senden Sie 3 Lichtwellen aus, die Gegner, die von Schall befallen sind, erhöhten Schaden zufügen. Ja, können wir nicht herstellen, uns fehlt dafür was. Die nehme ich. So, und wir konnten noch Rüstung, Brustrüstung. Schulterstück des Glanzes. Die ist schon gut, ne? Panzerhandschuh des Glanzes. Nochmal 10, gibt nur 5. Gürtel des Glanzes. Kriegen wir einen Set-Bonus? Reduzierung der Betäubungsabnahme. Achso, das ist die Nedavili-Rüstung. Verlangsamungsdauer. Dein Ausweichen in letzter Sekunde aktiviert Weltenverschiebung, wodurch vorübergehend Gegner in der Nähe verlangsamt werden. Hm. Wir legen die mal an. Ich glaube, wir legen die jetzt einfach mal komplett an. Damit wir mal eine andere Rüstung anhaben. Tödliche Detonation. Gegner, die mit einem Runenfall getötet werden, explodieren und verursachen moderat Schaden. Oh. Moment. Jetzt habe ich das da reingepackt. Pack mal das da rein. So. Dann haben wir die voll. Dann haben wir noch die Fähigkeiten. Leviathan-Axt. Hier können wir wieder einen Bonus drauf geben. Oder? Sehe ich das jetzt richtig? Genau. Ziehen Sie und drücken R1, sind schnell nach vorne zu schleudern. Von der Beine getroffen wird. Dann erhöhen wir hier den Schaden. Bei dem. Können wir bei Atreus. Bogenschießen. Das.
Okay. Wir machen erstmal die hier alle. Okay. Bei den Klingen kann man nichts machen, aber bei der Axt haben wir noch. Okay. Ja, wir haben genug. So. Wir könnten gucken, ob wir die Runenangriffe, wir haben noch keinen schweren. Den könnte man jetzt ein bisschen verbessern. Das ist der aufwärts, ne? Ne, den mag ich nicht. Aber das sind halt nicht die Runenangriffe in dem Sinne, die ich behalten möchte. Den könnten wir mal verbessern. Den finde ich eigentlich ganz nett. Ne, den mag ich auch nicht. Wir machen mal den hier ein bisschen besser. Wir haben auch noch keinen schweren. So, und Spartas Rage. Das können wir auch ein bisschen verbessern. Gut. Wenn ich's nicht habe, braucht's auch niemand. Soll's was Bestimmtes sein? Okay, auch Erschwingungsstein haben wir noch. Du nur nach mir sehen? Wir haben doch gerade schon eingekauft, Junge. Was ist mit dir, Sindri? So, guck, haben wir eine neue schicke Rüstung an? Gehen wir mal zurück nach Hause. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich sowas außerhalb der Folgen vielleicht machen soll. Also so Sachen Ausrüstung und also Sachen Skillen und Ausrüstung und sowas. Wir gehen noch mal nach Niflheim. Wir können ja noch eine Truhe aufmachen. Das machen wir mal fix noch. Mimir, du sagtest, Seelen haben vier Teile. Heißt das, man kann einen Teil seiner Seele verlieren, aber nicht die ganze? Ja. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Verlierst du eins davon, leidet das gesamte Wesen. Aber manchmal reicht Glück allein auch aus. Frag deinen Vater. Mein Erfolg hat nichts mit Glück zu tun. Ah, das Motto der ewig Glücklichen. Mhm. Ich hatte eine Frage in den Kommentaren. Wie sein kann, dass eine Seele ihre Richtung verliert? Ob das noch erklärt wird? Ich bin mir nicht sicher, ob die Erklärung noch kommt. Aber es kann natürlich sein, dass die das noch erklären. Weil in Bezug auf das, was Sindri gesagt hat mit Brock, dass er gestorben ist und er nicht alle Teile zurückholen konnte. Ich weiß nicht, ob da noch eine Erklärung kommt, aber vielleicht abwarten. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern. Aber es werden ja immer mal wieder so kleine Sachen eingeworfen in die Geschichte. Hi, Brock. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Ja. Wie der Vater von allen sind vom Baum geschwungen. Vater erhielt Weisheit. Vom Baum geschwungen. Warum schien der Rabentrieb? Auf ihn im Tod. Bis dein Stahl uns befreite aus unserer Not. Das Vernichten der Raben befreit also irgendwie ihre Geister. Gut zu wissen. Frei. Tja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. Hm, ja, stimmt. Okay, wir haben jetzt noch eine Rüstung bekommen. Armschienen der Rabentränen. Ich wollte gerade sagen, wo sind Kratos Hände hin? Das war gerade... Das sah super merkwürdig aus an den Fingern. Ich glaube, die Rüstung war echt gut am Ende. Die Rabentränenrüstung. Ich weiß, was ich definitiv für eine Rüstung haben möchte. Das kommt noch. Gehen wir erstmal zu Sindris Haus. Machen wir erstmal ein bisschen Story Progress.
Tja, ich hoffe, Tyr hatte genug Zeit, sein Gleichgewicht zu finden. Oder was auch immer. In der Tat. Ich sah den alten Kriegsgott in ihm aufblitzen. Aber nur flüchtig. Es ist nichts Falsches daran, gegen den Krieg zu sein. Oder gegen die Prophezeiung. Da hast du wohl recht. Man kann sich nie ganz sicher sein, was die Riesen damit gemeint haben. Bin ich der Einzige, der sich erinnert, dass sie unsere Reise nach Jötunheim voraussagten? Wenn die Riesen sahen, wie Tyr bei Ragnarök Armeen anführte, glaube ich ihnen. Die Frage ist nur, wie du Tyr dazu bringst, das zu glauben. Tja. Das ist die Frage. Hallo, kleiner Pilzkopfmann. Ich finde dich immer noch voll putzig. Also, diese Spektraleichhörnchen-Geschichte. Du verwandelst deine Gefühle einfach in Geister? Das ist eine etwas unelegante Art, es auszudrücken. Diese Spektralversionen von mir sind Teile meiner Persönlichkeit, die mich oft ablenken. Durch meine Fähigkeit kann ich sie nicht nur wegschicken, um Ruhe zu finden, sondern dadurch auch sehen, was außerhalb des Baumes passiert. Mhm. Wieso schaust du nicht selbst nach? Als ewiger Hüter des Baumes ist es mir nicht erlaubt, ihn zu verlassen. Ein Teil der Abmachung, aber die Unsterblichkeit ist es wert und so. Durch meine Spektralformen kann ich die Außenwelt sehen, wenn auch aus etwas farbenfrohen Perspektiven. So kann man es sagen. Diese bittere Form von dir ist anstrengend. Ich bin direkt hier, du halslose Monstrosität. Ich würde mich für ihn entschuldigen, aber bringt das was? Tja, dann mal viel Glück. Hau rein. Wir konnten im ersten Teil diese Spektraleichhörnchen rufen. Das habe ich nie gemacht. Ich hatte immer die Wölfe drin. Aber es gab halt auch diese Spektraleichhörnchen, die, wie gesagt, eine Form von Ratatösk sind. Na dann. Gehen wir mal wieder rein. Ah, schön, dass du wieder da bist, Junge. Komm und hilf mir, ja? Oh, klar. Wir können essen, wann du willst, Kratos. Der Eintopf wird mit der Zeit nur besser. Zu Abendessen. Dass es dir besser geht. Ja. Ich war zuvor ein wenig überfordert. Verzeih mir. Weißt du eigentlich, was er in seinen sogenannten Eintopf reintut? Gemüse. Verdammtes Gemüse! Direkt aus dem Dreck! Das ist einfach nicht richtig! Ach, Brock. Enttäuscht. Hab ich nie gesagt. Das ist sehr nett. Aber deine Augen sagen alles. Ich hab dich noch nicht aufgegeben. Oh. Das solltest du aber. Diese Vision in deinem Kopf, in der ich so gut bin, wie Odin böse ist. Die Wahrheit ist immer komplizierter. Die Idee, dass sie einfach ist, ist gefährlich. Du willst uns also wirklich nicht helfen? Ihr werdet immer meinen klugen und treuen Rat haben. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Wirklich. Aber vorerst, bitte, erlaubt mir, für euch zu kochen. Okay. Atreus, iss. Iss. Zu lieb reizend, unser Papa. Oh, Vorsicht, Vorsicht! Danke. Freunde, lasst es euch schmecken. Ja. Das werden wir sehen. Hier, bitte sehr. Eine Mahlzeit für einen Streiter. Genug. Ich sagte, wir sprechen nicht mehr davon. Ja, natürlich. Wollte keinen kränken. Ich bin nicht gekränkt. Ist nur ein Wort. Ein Wort, das dir die Sinne vernebelt. Also, glaubst du wirklich, es bedeutet nichts? Die Reise, auf die Mutter uns schickte. Was für ein Jötunheim sahen? Wozu das alles? Denkst du das nicht auch mal? Jeden Tag.
Aber ich glaube nicht, dass sie wollte, dass du törichte Risiken eingehst. Und wenn die Riesen auf mich zählen? Welche Riesen? Ich zähle auf dich. Sicher zu sein. Und schlau. Aber Dinge zu beurteilen wie ein Mann und nicht wie ein Kind. Aber was, wenn Luke in den Eisenwald gehen muss? Du bist Atreus. Mein Sohn. Und nichts mehr. Verstehst du? Hab keinen Hunger mehr. Verzeih mir, Kratos. Meine Worte waren achtlos gewählt. Du solltest essen. Manche schwören darauf. Sie tun sogar täglich. Ich verstehe das nicht. Was soll das alles mit Loki, dem Streiter und Eisenwald, wenn nichts real ist? Erst einfach... Darf ich dir den besten Rat für den heutigen Tag und vielleicht immer geben? Schlaf. Dann klärt sich all der Ärger, der deinen Kopf belastet. Klar. Schön, schlafen. Klingt gut. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt raus mit dir. Bin schon weg. Was? Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alben zu töten. Was ist hier los? War das eine Maske? Meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Wo bin ich? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Kleine Leute. Wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Erinnerungen. Und keine guten. Nee. Das Tor ist kaputt. Das war unser Weg nach Jötunheim. Was willst du? Lass los, Thruma! Ich verstehe das nicht. Von mir aus. 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 Hey, lauf nicht weg! Von mir aus. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Von mir aus. 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 Aufhören! Autsch. Ich muss sie verschwinden. Jetzt.
Ich will, dass er für seine Worte büßt. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Bitte, warte! Bitte! Warum passiert das? Das Messer ist besser als Mutters. Bitte, hör auf! Wo bin ich? Okay. Wir sollen den Wolf folgen. Hey, wo willst du hin? Aber... Wir folgen? Dem Wolf folgen wirst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und dann finden wir raus, wo wir sind. Also ich weiß es ja, aber ihr nicht. Bis dann, macht's gut. Tschüss.